B2.2. Berechnen Sie das Maß Beta des Winkels CBA und das Maß Epsilon des Winkels BAD und die Länge der Strecke AD. So, fangen wir mal mit dem ersten an, nämlich mit dem Winkel CBA, das heißt der Winkel Beta, das ist der hier. In welchem Dreieck liegt dieser Winkel? Nämlich im Dreieck ABC. Was kennen wir alles aus diesem Dreieck? Wir kennen alle Dreieckseiten. Es ist ein nicht rechtwinkliges Dreieck, folglich funktionieren nur Sinussatz und Kosinussatz. Und wenn wir uns anschauen, welche von diesen beiden Sätzen funktionieren sollte, drei Seiten und ein Winkel, das deutet eigentlich sofort auf einen Kosinussatz hin. Für den Sinussatz bräuchten wir mindestens noch einen zweiten Winkel. Also für den Winkel CBA brauchen wir den Kosinussatz. Das heißt, wir fangen mit der Seite des Gegenüber, mit der Seite an, die gegenüber vom Winkel liegt. Das wäre also die Seite AC. Daraus folgt also AC Quadrat ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten zum Quadrat, AB Quadrat plus BC Quadrat minus 2 mal AB mal BC mal Cosinus des Winkels, nämlich in dem Fall, ich nenne ihn CBA. So, alle Größen sind bekannt, das heißt, ich muss nur einsetzen. AC, das waren 8 cm, also folgt daraus 8 Quadrat ist gleich 10 Quadrat plus 9,5 Quadrat minus 2 mal 10 mal 9,5 mal Cosinus des gesuchten Winkels. So, das kann man jetzt entweder mit einem Solver lösen oder ja, man macht es einfach per Umformung. Das bedeutet, ich nehme jetzt die Umformung. Alles außer diesem Cosinus von CBA bringe ich jetzt mal auf die andere Seite rüber. Das heißt, die plus 10 gehen mit minus 10 Quadrat auf die Seite rüber und die plus 9,5 Quadrat gehen mit minus 9,5 Quadrat rüber. Und dieses minus 2 mal 10 mal 9,5 ist ja mit einer Multiplikation an den Kosinus angeschlossen. Das heißt, durch diese Zahl teile ich. Also sieht die nächste Zeile wie folgt aus. 8 Quadrat minus 10 Quadrat minus 9,5 Quadrat geteilt durch minus 2 mal 10 mal 9,5 ist gleich Cosinus von CBA. So, und wenn ich jetzt noch nach CBA auflösen will, brauche ich jetzt noch die Umkehrfunktion vom Cosinus. Das ist der Cosinus hoch minus 1. Und ich drehe jetzt die beiden Seiten noch um. Also folgt daraus, der Winkel CBA lässt sich berechnen aus Cosinus hoch minus 1 von, und jetzt im Prinzip den Linksterm hier einfach abschreiben, 8 Quadrat minus 10 Quadrat minus 9,5 Quadrat geteilt durch minus 2 mal 10 mal 9,5. So, und das tippen wir jetzt ganz normal in den Taschenrechner ein. Und dann kommt auch schon die gesuchte Größe raus, nämlich 48,36. Und das ist genau das, was hier als Ergebnis, als Zwischenergebnis in unserer Aufgabe steht. So, als nächstes brauchen wir den Epsilon, Maß Epsilon des Winkels BAD. Das ist also der da. Der geht ein bisschen einfacher. Schauen wir uns an, in welchem Dreieck liegt der drin, nämlich im ABD. Von diesem Dreieck sind zwei Winkel bekannt. Einmal der Beta, der ist uns jetzt bekannt. Hier haben wir 90 Grad Winkel, also lässt sich der Epsilon sehr einfach über die Innenwinkelsumme ausrechnen. Der Winkel BAD ist also 180 Grad minus die 90 Grad aus dem, beim Punkt D minus der Winkel CBA. Setzt man noch einmal ein. 180 Grad minus 90 Grad minus 48,36 Grad. Tippen das in den Taschenrechner ein und dann kommen die gesuchten 41,64 Grad heraus. Ja, schauen wir nochmal nach. Ist genau der Epsilon. So, zum Schluss brauchen wir noch die Länge der Strecke AD. Schauen wir uns mal an, in welcher
In welchem Dreieck liegt dieses AD drin? In welchem Dreieck ABD? Das ist rechtwinklig. Also funktionieren hier Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens. Schauen wir an, was kennen wir alles. Wir kennen die Strecke AB. Wir kennen den Winkel Epsilon und Beta. Und wir suchen die Strecke AD. BD ist nicht bekannt. Also Pythagoras funktioniert noch schon mal nicht. Was haben wir hier? Das ist die Hypotenuse im Dreieck. Die Ankathete zum Winkel Epsilon ist gesucht und Epsilon kennen wir, also können wir ganz normal zum Beispiel mit dem Cosinus rechnen. Es folgt für die Strecke AD der Cosinus vom Winkel BAD ist gleich Ankathete durch Hypotenuse. Ankathete war unsere Strecke AD und die Hypotenuse war die Strecke AB. Lösen wir das Ganze nach AD auf, folgt daraus, also einfach mit AB durchmultiplizieren, dann geht es im Prinzip von den Cosinus hier, AB mal Cosinus vom Winkel BAD. Setzen wir die Größen ein, AB, das waren 10 cm, also schaue ich nochmal nach, ja genau, 10 mal Cosinus von der BAD steht ja noch hier mit 41,64 Grad. Das tippt man nochmal in den Taschenrechner ein. Und dann folgt für AD eine Länge von 7,47 cm. Und damit wäre die Aufgabe auch gelöst.